Seit dem Internationalen Astronautenkongress in Adelaide überschlagen sich die Nachrichten in Sachen Mondmission. Erst war nur von einer Raumstation die Rede, die um den Mond kreisen soll. Jetzt geht es schon um die Besiedlung und die Pläne für die Raumstation scheinen sogar konkreter zu sein als bisher angenommen. Was für den Mond geplant ist und wie es mit einer möglichen Besiedlung aussieht, jetzt in Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. Jetzt geht es wirklich Schlag auf Schlag. Ein Interview der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit dem deutschen Astronauten Thomas Reiter zeigt jetzt, wie konkret die Pläne schon sind. Fast im Verborgenen liefen die Vorbereitungen und es geht schon in 2 Jahren los. Demnach arbeiten die 5 an der Internationalen Raumstation beteiligten Nationen Amerika, Russland, Europa, Japan und Kanada bereits seit 3 Jahren an dem Projekt. Bereits seit 2012 entwickelt die ESA 2 Service-Module für das Raumschiff Orion, mit dem die Raumstation Deep Space Gateway versorgt werden soll. Und auch weitere Elemente für die Raumstation selbst sind wohl schon in der Entwicklung. 2019 soll bereits der erste Flug in eine Mondumlaufbahn stattfinden und bereits 2022 soll mit dem Bau der Station begonnen werden. Das wäre 2 Jahre früher als bisher vermutet. Es scheint, dass das jetzt durch die Zusage Russlands möglich geworden ist, die sich bisher ja noch nicht so konkret dazu geäußert hatten. Erst auf dem Astronautenkongress in Adelaide hatte der Roskosmos-Chef Igor Komarov die Beteiligung an der Raumstation verkündet. Laut Reiter ist man jetzt froh, bei dem Bau der Raumstation auf die Expertise der Russen zurückgreifen zu können, insbesondere da die Mondstation statt 400 Kilometern 400.000 Kilometer von der Erde entfernt ist. Die Europäische Weltraumagentur ESA will für die Mondstation übrigens ein Ionentriebwerk mit 20 Kilowatt Leistung bauen und ein Modul mit Kommunikationsterminal, Treibstofftanks, einer Luftschleuse für wissenschaftliche Nutzlasten und einem neuartigen Adapter, an den Raumschiffe andocken können. Und auch eine Mondbasis kommt jetzt wieder laut Reiter ins Gespräch. Sie passe perfekt zu einer Raumstation im Mondorbit. Zitat: Die Vision eines permanent bewohnten Monddorfes, wie sie der ESA-Generaldirektor Jan Wörner vor 2 Jahren publik gemacht hat, ist bei unseren internationalen Partnern auf großes Interesse gestoßen. Einschließlich Russland. Man könnte vom Deep Space Gateway aus sowohl die Besiedlung des Erdtrabanten vornehmen, als auch zum Mars aufbrechen. Das sind zum einen sehr spannende Perspektiven und zum anderen soll es jetzt wohl viel schneller gehen als gedacht. Ich bin extrem gespannt. Wenn ihr es auch seid und kein Video dazu verpassen wollt und auch zu allen anderen Themen, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den... Genau, auf die Glocke. Hier geht es weiter mit Mondraumstation, konkrete Pläne. Da gibt es weitere Details zur Mondstation Deep Space Gateway. Also nicht verpassen und draufklicken. Viel Spaß dabei und ansonsten bis dann. Bleibt dran.